Hast du Bock auf Autokino? Mit dem Ding oder was? Ja, mit was sonst? Auf geht's! Ja. So, wir haben jetzt unseren Platz gefunden im Autokino. Was läuft denn überhaupt? Jim Knopf. Greenland. Wir haben, wie gesagt, Loge. Wir sitzen bzw. stehen quasi hinter den ganzen Autos. Die sind ja ziemlich flott und zirkulant. Also die haben das möglich gemacht, dass wir hier uns herstellen können. Es ist auch ziemlich voll. Wir haben noch Zeit, weil es geht ja erst los, wenn es dunkel ist. Und ja, wir haben leckeres Essen dabei. Ja. Wir haben Getränke. Wir haben Logenplatz. Was willst du mehr? Einen besseren Kinoplatz kriegst du nirgendwo, oder? Ja, Film geht jetzt los. Ich habe mich noch gar nicht vorbereitet, was es hier eigentlich geht. Sollten wir ein Katastrophenfilm sein, oder? Action-Katastrophenfilm. Ja, gut. Ja, momentan ist ja die Auswahl nicht so groß. Wir haben ja einen super Sound. Wir haben hier 4 Boxen in diesem Fahrzeug. Ich habe den Subwoofer voll aufgedreht. Also, ich denke mal, besser kann man keinen Film gucken, als wie aus einem LKW. Wir werden das genießen und wir sehen uns dann danach nochmal. Ja, das war mein erster Autokino-Besuch mit dem LKW. Wollte ich schon immer mal machen. Stand auf meiner Wunschliste ganz oben. Jetzt hat es endlich mal funktioniert. Mein Resümee. Es ist wie ein Logenplatz. Man hat einen super Blick auf die Leinwand. Dazu kommt noch die Wahnsinns-Soundanlage hier drin. Also wir haben den Subwoofer voll aufgedreht. Und haben super Klang gehabt, also das war wirklich gut. Man kann bequem sitzen, man sitzt erhöht, guckt über die Autos drüber, gut ein bisschen weit hinten gewesen dadurch, aber ja, kann man von der To-Do-Liste streichen. Der Film selber ist jetzt nicht so mein Genre, Katastrophenfilme, dafür gibt es immer schon so viele Katastrophen, muss man den nicht noch im Kino sehen, aber es ging ja nicht primär um den Film, es ging einfach um die Tatsache, dass man mal mit einem LKW mit dem Black Fox ins Autokino fährt. Und wir haben den Betreiber gefragt. Er hat gesagt, nee, LKW in der Größenordnung hat er hier noch nicht gehabt. Das ist eine der vielen verrückten Aktionen, die wir noch stoppen werden, zusammen mit dem LKW. Wir werden uns noch einiges einfallen lassen. Ich bin jedenfalls kretenbreit. Ich bin müde. Das war ein richtig harter Tag. Es hat alles super funktioniert. Normalerweise funktioniert das nicht, weil wir am Wochenende unsere Ruhezeiten einhalten müssen. Aber die Tourplanung von Auftraggeber war spitze. Die Jungs haben das alles so eingerichtet, dass es funktioniert. Dadurch konnte man das realisieren. Jetzt geht's nach Hause. Dann geht's unter die Dusche und dann geht's ins Bett. Ich hoffe, euch gefällt dieses kurze Video und würde mich freuen, wenn ihr was in die Kommentare schreibt. Ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Video. Euer Heiko.